Und hallo bei dem ersten deutschen Zelle-Server. Ja, hab zuerst normales getestet und jetzt teste ich mal Zelle. Und dann entscheidet sich, welches ich spielen werde. Was mir jetzt schon gefällt, ist, dass es hier wenigstens am Anfang hell ist. Nicht wie bei normales, wo ich dort angefangen, dunkel. Aber man hat da ein Auto gefunden. Naja. Wie ich sehe, ist ja gleich eine Stadt. Vielleicht ist es Celle. Diese unglaubliche Stadt, von der alle reden. Wer weiß. Auf jeden Fall ist nichts los. Es ist nichts los. Immer noch nichts. Ich würde bevorzugen, dass nichts passiert und ich eine Waffe finde und wieder ein Auto. Denn ja, überlebe ich für immer und ewig, bis der Tank leer ist. Super. Besucht unsere deutsche Community, dayzforum.net. Noch eine Stadt. Zwei Städte gegenüber. Und da ist nur eine Brücke, die sie miteinander verbindet. Hoffentlich kann man hier in die meisten Häuser rein. Das wäre toll. Beim normalen DayZ kommt man in die meisten Häuser nicht rein. Da kommt man nur in bestimmte Häuser rein. Weil sie sich nicht so viel Mühe gegeben haben bei der Innenausrichtung. Die wollten sich erstmal gucken, wie das ankommt, das Spiel. Und dann, ja. Wenn es gut ankommt, bringen sie eine Standalone-Version raus. Und wenn es scheiße wäre, hätten sie es ja, so gelassen, ab und zu Updates und fertig. Naja. In den Busch. Ab in den Busch, ab in den Busch, ab in den Busch. Das ist ein Parkhaus. So wie es ausschaut. Ich glaube, ich habe meine Wahl getroffen. Obwohl, damals hat auch seine Vorteile. Ist doch scheiße. Die Auswahl ist so riesig. Jetzt regnet es. Und meine Frames gehen runter. Da ist schon mal ein Zombie. Oder sogar zwei Zombies, die tanzen miteinander. Ja, auch unter Zombies gibt es Liebe, falls ihr sowas kennt. Gibt es bei Google eine. Liebe. Das neue Getränk. Es macht besoffen und ist halb so gefährlich wie normales Bier. Es berauscht stärker als Drogen und ist harmlos. So. Wo gehen wir? Ein Auto. Ich dachte, das ist mein kaputtes Auto. Hehe. Benton. Ein Auto? Watze.
PvP-Log auf. Tolle Begrüßung. Puh, schade, funktioniert nicht. So. Log auf PvP. Ach, die Pat... Mama. Was sind die Schutthaufen eigentlich? Bring die bitte. Ein Auto? Nein. Hey, da lag doch einer, oder? Auf jeden Fall war hier ein Überlebender. Kommen wir nicht rein. So in die Halle hier. Was ist das? Einfach nur eine Halle. Wir müssten denen entkommen sein. Hey, das Auto geht nicht. Und wir werden mal zu diesem komischen Hotel gehen. Daisy gefällt mir bis jetzt am besten. Die hat, obwohl es nicht so gruselig ist wie damals, aber gefällt mir. Wenn man jetzt noch in fast jedes Haus reinkommt und öfter Waffen findet, gefällt es mir erst recht. Wir robben uns weg. Aber hier haben wir doch jetzt versucht, ne? Bei dem Haus. Los bei der Tür da. Hat leider nicht geklappt. Ich habe mal definitiv die Alone, Standalone Version. Weil da man ja in fast jedes Haus reinkommen soll. Und ja, gefällt mir. Besteht die Möglichkeit, dass man frühe Waffen findet. Und man hat einen besseren Schutz gegen Zombies und man wird nicht so schnell krank. Was war noch? Ah ja, die Frage ist denn noch. Zombie. Zombie. Genau. Geh weg. Die Frage ist denn noch. Ja, ich habe mich nicht gründlich informiert, ob sie was kosten soll. Und wenn sie was kosten soll, dann ist die Frage, wie viel und was ist mit denen, die Arma 2 sich geholt haben. Ob die sich denn das nochmal extra holen müssen. Das ist die Frage, die mich interessiert. Ich meine, die armen Freunde, die... Ey, können wir rein. Perfekt, wir haben eine Überlebenschance. Okay.
Wow. Habe ich so ein Glück. So. Aber wie gesagt, ich meine, wir haben auch mal zwei geholt. Und dann, ja. Müssen wir uns das denn auch holen oder kriegen wir eine vergünstigte Version? Das ist die Frage, die mich interessiert. Na. Ich werfe jetzt raus. Oh. Naja. Entschuldigung. Auf jeden Fall interessiert mich das echt wegen, ob wir das nochmal kaufen müssen oder ob wir vergünstigt kriegen oder halt die Zusatzdateien, dass wir das denn ohne, dass wir das kaufen müssen, spielen können. Mit allen Extras und so. Interessiert mich echt. Ich meine, wäre sonst unfair. Wir haben uns das geholt, einmal zwei, und dann müssen wir uns das nochmal holen. Ah, toll. Für den Arsch. Brecheisen? Brecheisen. Hallo? Na, ja. Hallo? Nein, will ich nicht droppen. Ich will aufmachen. Okay, geht nicht. Nein, brauche ich nicht. Munition können wir eh nichts auf. Was war hier noch? Nichts. Ist hier vielleicht eine Waffe? Das Gute ist schon mal. Wir haben Essen. Munition brauchen wir aber nicht. Ich gehe noch nach unten. Vielleicht komme ich an den. Vielleicht kann ich doch den Rucksack tauschen. Weil er irgendwie das nicht übernehmen wollte. Wie kann man tauschen? Geht anscheinend nicht, oder ich bin's, oder ich krieg's nicht heraus. Was bringt das Brecheisen eigentlich? Toll. Also, weg damit. What? Was hast du ihm gemacht? Gut, hab noch. Alles. So, hier gehen wir nochmal rein. Hier konnten wir ja nicht rein. Bandage. Bandage war das. Toilette.
echt fies, wenn man auf der Toilette sitzt und ein Zombie kommt an. Ja, die nutzen sowas aus. Das Auto muss doch funktionieren. Hallo? Oh, nö. Na. Aber auch nicht. Aber auch nicht. Ich bin das beste Beispiel für das, was man nicht tun sollte. Das meine ich. So. Wie in Deutschland. So, wo geht's dahin? Bergen. Oh. Ein Überlebender. Doch nicht. Ich wette da mit Waffen. Das sieht doch schon so vermodern auf. Da müssen Waffen sein. Nee, oder? Ist doch ein schlechter Scherz. Autoglas habe ich schon mal gefunden. Geh weg, Zombie. Geh weg, Zombie. So, ich würde mal sagen, hier höre ich mir erstmal auf und ja, welches Spiel ich als nächstes spielen werde, werdet ihr beim nächsten Part sehen. Ich frage es mich immer noch. Naja, bis zum nächsten Mal.